Also das war jetzt sehr interessant und wir wollten mit dieser Einladung auch einmal, nachdem Sie, meine Damen und Herren, da und diese ewige EU-Kritik von uns hören müssen, dass Sie mal erleben, wie die ticken. Und wie die das alles begründen, bis hin selbst zur Gurke. Das war sehr mutig. Das ist nicht ganz so langweilig ist, darf ich ein bisschen was anders sagen? Natürlich, das stimmt ja, was Sie sagen von der Weltbevölkerung und dass die Europäer ja eigentlich relativ wenig sind. Und die Frage ist in der Tat, haben wir als EU-Apparat auf der Welt mehr zu sagen oder als Frankreich, Großbritannien, Spanien und wieder Vereinigtes Deutschland? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube auch, dass wenn wir uns das zu Ende denken, da wir ohnehin drauf zahlen werden. Denn die EU-Angehörigen sind jetzt 350 Millionen oder 400 oder wenn es hochkommt, ja, die Weltbevölkerung schlecht gezählt, über 7 Milliarden. Also mir hat mal ein großer, enthusiastischer CSU-Europa, Bluteuropäer, gesagt, ja, das ist ja alles nur die Vorstufe zur Weltregierung eines ferneren Partners und zum Weltparlament überhaupt. Ich habe denen gesagt, du weißt ja schon, dass wir dann als Europäer unter die 5%-Klasse fallen. Das ist doch völlig uninteressant. Dann haben wir, wenn wir so denken, also Imperium ja, aber europäisches Imperium, um da noch ein bisschen den Finger hochzuhalten, dann haben wir schon verloren. Es kommt überhaupt nicht auf die Größe der Bevölkerung an. Auf der anderen Seite, ich will jetzt hier die Einwanderungsdebatte nicht weiterführen. Vermutlich kann man die ganze Weltbevölkerung auf dem zugefrorenen Bodensee versammeln. Aber das kann es ja auch nicht sein. Ich glaube, dass man in der EU-Debatte die alte Weisheit verlernt hat, alles ist ein Heilmittel, nur die Dosis macht das Gift. Als bei seinem dort letzten großen Staatsbesuch in Frankreich Adenauer von de Gaulle geehrt wurde, hat er über die Kette der Erbfeindschaft gesprochen und das fehlgeleitete, den ganzen Kontinent betreffende Ideal, was Ludwig XIV. Und Napoleon und die deutschen Imperatoren, bis hin zu jedem unseligen Regime im 20. Jahrhundert, ja, ich sage es, leitete, war der Wille und das Streben, dem anderen seinen Willen aufzudrängen. Und das war letzten Endes die Ursache. Und dass Adenauer erkannt hatte, im Gegenteil, im Verzicht, dem anderen den eigenen Willen aufzudrängen. Das ist die Größe dieses Mannes. Und das ist die Größe unserer Zeit. Und diese Denke, es ist höchstwahrscheinlich oder möglicherweise übertrieben, was ich sage. Dabei kann ich mich nur so verständlich machen. Ich sehe in dem Element Willen aufdrängen und Bevormundung das, was einem heute an den EU-Apparat so auf die Nerven geht und was die gute Idee kaputt macht. Und auch die Beispiele, die Sie genannt haben, machen es ja nicht anders. Ja, es ist richtig, die europäische Idee, und es ist auch gut, dass Sie an die Gemeinschaft für Kohle und Stahl erinnert haben und die Evolution, die europäische Evolution. Die aber, wie wir wissen, auch halt die allgemeine Evolution, ihre Blüten schlägt. Ja, für unseren Export ist sie wichtig. Bayern ist ein Exportland. Aber ich bin schon in meine Zwischenruf-Unterdrückungsphase gekommen, wie Sie über die Wohltaten der gemeinsamen Währung gesprochen haben. Ganz abgesehen davon, dass der Unterschied auch ein Reiz ist. Dass Europa nicht eine Resultatplatte ist und dass auch, dass es ja heute bei Glasichtig als Vorteil gilt, dass es viele Deutschländer gibt. Dass wir nicht nur auf eine Metropole konzentriert sind,
sondern Deutschland sich in seinen Kulturen ganz unterschiedlich entwickelt hat und eben ein Bund deutscher Länder ist. Und dass uns dies heute viele andere Länder neiden. Wenn unsere Eltern mit uns in Urlaub fuhren, da freuten sich meine Schwester, jetzt gibt es wieder Geld umtauschen. Aber das wäre zu banal und zu volksschülerhaft, wenn ich das jetzt hier betonen würde. Meine Schwester ist in der Brücke vor der Salzach ein paar Mal über die Brücke rübergegangen, um möglichst viele Stempel in ihrem Pass drin zu haben und so Internationalität vorzutäuschen. Aber wir haben doch gerade keine. Kommt sie mit Krams in anderen Familien auch vor? Ja. Ich habe keine Schwester. Aber wir haben es doch gerade bei der Debatte um die europäische Währung gemerkt. Ein weniger wäre mehr gewesen. Bei allen Debatten, die wir ja auch intern haben, ist es doch heute Gemeingut. Man sagt, wenn man damals vielleicht ein bisschen mehr auf die Warnungen gehört hätte und dass die Stabilitätskriterien zwar alle richtig waren, aber möglicherweise nicht durchgesetzt werden können, weil die Politik ist, wie sie ist. Es ist gar keine Frage der Nationalität, sondern des politischen Wettbewerbs in einer Demokratie. Und es hat was mit Versprechen zu tun und rausgeben und konsumieren. Strauß hat immer gesagt, am Dackel kann man nicht befehlen, einen Wurstvorrat anzulegen. Der sagt zwar immer ja, aber er tut es dann doch nicht. Und das eigentlich, nehmen Sie die Griechenland-Debatte, wo Sie mal zu Recht gesagt haben, dass man sich da diese inhumanen Töne verkneifen muss und dass Griechenland einer unserer wichtigen europäischen Partner ist. Das erste Land war das nach dem Krieg, wie der Goethe-Institut aufgemacht hat. Das erste Land, das ein deutsches Staatsoberhaupt empfangen hatte. Bayern. Reise Bundespräsident Heuss nach Athen, die bayerischen Fahrtmord und wir eine besondere Verbindung zum Griechenland haben. Hier unweit von hier ist die Samothrake. Aber dass man den Ländern auch was antut, so wie man einem Biotop was antut mit zu viel Energie, das man ihm zuführt. Ich will jetzt nicht die Euro-Debatte hier den Abend füllen. Das wäre ein eigenes Thema. Aber, ja, wir können darüber diskutieren, über das Gewicht des Abgeordneten, des EU-Volksvertreters, jetzt sage ich mal, aus Deutschland und dessen aus Luxemburg. Okay. Aber dass jetzt heute im Handelsblatt der Präsident des Deutschen Sparkassenverbands, Herr Farnschuh, sagt, die Entwicklung ist zwangsläufig, dass die Regierung in Europa, nicht ihre Kommissarkollegen, völlig egal ob 10 oder 100, übernimmt, sondern die Europäische Zentralbank unter Herrn Draghi, die überhaupt kein demokratisches Mandat haben und trotzdem die zentrale Wirtschaftspolitik Politik im Sinne von Richtungsbestimmung machen, das ist nicht in Ordnung und so hat man nicht gerettet. Bitten wir einfach, dass wir sagen, Sie haben einen ganz harten Vorschlag gemacht, den Sie dann, der zeigt, dass Sie eben nicht nur Kommissar, sondern auch ein lebender Homo Politicus sind. Da ging's, haben Sie gesagt, die sollten mal die Flagge prüfen, sage ich jetzt mal, weil Sie an die Verantwortung erinnern wollten, sichtbar erinnern wollten. Verantwortung heißt Antwort geben. Was tut ihr denn? Und Sie haben dann, das war ja nicht böse gemeint. Im Sinne von Diskriminierung, sondern im Sinne von Verantwortungszuwachsung. Und da muss man sagen, dieses System, immer mehr Kompetenz an eine höhere Instanz zu geben, muss nicht unbedingt richtig sein. Es muss nicht in Europa richtig sein und es muss auch nicht in der Bundesrepublik Deutschland richtig sein, meine lieben Freunde. Nicht umsonst sagt der Altbayer, small is beautiful. Und das demokratiepolitische Zeichen unserer Zeit, und vielleicht unterscheiden wir uns, das ist ja nichts Böses, es gibt ja keine, hier nur schwarz und weiß, aber ist mehr Kompetenz zu verlagern. Und ich erinnere daran, dass, wie wir die erste Präsidentschaft mal werden, 2006 gewesen ist, damals die frisch gewählte neue Regierungschefin in Deutschland, unsere gemeinsame verehrte Unionsfreundin Angela Merkel, erklärt hat,
Weniger kann mehr sein. Bloß es ist ja nicht weniger geworden. Es ist nochmal und nochmal und nochmal und nochmal drauf geworden. Und die Sache mit den Glühbirnen. Ja, wir sind Energiesparer, ja, wir sind die Deutschen im weißen Kleid, wir sind die Guten und beim Staat sind wir jetzt auch. Ich will das gar nicht versprochen. Aber es ist nicht demokratisch, wenn ein Minister, damals war es der Umweltminister Gabriel, in der Volksvertretung keine Mehrheit bekommt, auch nicht bei seinen eigenen Leuten, damit scheitert und sagt, so jetzt gehe ich in meine weiße Gleitgemeinschaft der europäischen EU-Umweltminister in den zuständigen Rat und wir machen dann einfach eine Verordnung und dann muss Deutschland die vollziehen. Wohltat, Vernunft wird Unsinn, Wohltat, Plage. Und da dreht sich was. Ich verstehe viel zu wenig von Glühbirnen, um jetzt zu sagen zu können, was am Ende das Richtige oder Falsche ist. Aber als alter Parlamentarier sage ich Ihnen, so, das sage ich dem hier nicht anwesenden Minister, so geht es nicht. Weil wir nämlich dann das Grundprinzip unseres Rechtsstaats kaputt machen. Und dieses Grundprinzip heißt Gewaltenteilung. Und warum ist diese Gewaltenteilung so wichtig? Weil Gewaltentrennung ist Gewaltenhemmung. Dass uns nicht wieder irgendeine Gewalt so unterbuttern kann, wie es in der Geschichte der Menschheit nicht nur in Deutschland passiert ist. Und auch da kennen Sie ja die schweren Einwendungen, die es gibt. Es ist, das wissen Sie selbst als, das darf ich auch mal sagen, sehr erfahrener Jurist, dass die Einwände des Bundesverfassungsgerichts doch nicht alle nur aus oder als Ressentiment oder als antieuropäischem Ressentiment entstanden sind. Sondern ich sage, da ist das in Grundprinzipien der Demokratie gefragt, der Volksvertretung. Und wenn von Volksvertretung die Rede ist, dann ist halt auch die Stimmengleichheit gefragt. Ja, wir haben bei uns in Bayern, Sie haben mal darauf hingewiesen, wir schauen auch, dass die bayerischen Bezirke einigermaßen im Kabinett vertreten sind, dass die sich wiederfinden. Dass die Listen einigermaßen ausgewogen sind, dass die Differenzierung der Gesellschaft sich auch in der Politik widerspiegelt. Aber das darf doch nicht auf Kosten dieses ehernen Grundsatzes One Man, One Woman, One Vote sein. Dass in einem Fall, in der einen EU-Ecke, eine Stimme zigfach, zehnfach, 50-fach so viel gilt wie anderswo. Zumal nicht bei einer Veranstaltung, wo es ums Geld geht. Wo begann diese, das gebe ich zu, auch aus, ich muss mich da auch selber immer wieder zu ordnen rufen. Oft auch, sagen wir mal, ressentimentverdächtige Debatte. Als Mitterrand, den zu schätzen wir Deutsche allen Anlass haben. Sozialist, Freund Deutschlands. Aber wie er den Franzosen den Maastricht-Vertrag schmackhaft machte, in einer Volksabstimmung, wo es um die Abschaffung des Francs geht, wie er dann sagte in einer großen Rede vor französischen Veteranenverbänden, gebracht als Schlagzeile in Figaro, der ältesten Zeitung Frankreichs, Maastricht ist wie Versailles ohne Krieg, die Deutschen müssen zahlen. In der Sekunde waren wir alle frustriert, dass Kohl nichts dagegen sagte. Und dann in der großen Fernsehdebatte, die im Anschluss war, nicht mal nachgefragt werden durfte. Und dieser messerscharfe Satz, der ist ja heute immer noch da. Widerlegt werden kann er schlecht. Ich glaube, und ich fand besonders stark an dem, was Sie sagten, diesen friedenspolitischen Aspekt. Ich glaube, dass wir haben Sie auch deswegen eingeladen, um so ein bisschen verzweifelt zu werden, dass unser kritisches Engagement auch ein proeuropäisches Element hat. Wir wollen das in Brüssel nicht kaputt machen. Wir halten dieses Prinzip der Bindung und Einbindung für dringend erforderlich. Aber wir wollen es vor dem Schicksal eines gewissen Turmbaus bewahren, dass es an seiner eigenen Größe zugrunde geht.
Und da ist das Thema, wo Sie sehr, auch sehr viele richtige Dinge, Sie haben eigentlich nur Richtiges gesagt, ich sehe es nur ein bisschen anders. Aber auch sehr viele. Haben Sie Ihre Fans hier mitgebracht? Auch gesagt haben, nämlich in der Friedensfrage und mit dem Flugzeugabsturz. Und ich denke nur, wir können nicht Bücher lesen und preisen wie von dem Neuseeländer Clark über die Schlafwandler und jetzt in der Richtung, dass dieser Flugzeugabschuss des österreichischen Thronfolgerpaar von 2014 wird. Wobei das damals 1914 ja auch ein schweres Verbrechen war, das die Menschheit sehr getroffen hatte. Da muss dann eben nicht mehr um 300 Tote geht, sondern um 300 Millionen. Wir wissen, dass solche Konflikte wie zwischen der Ukraine und Russland davon leben, dass jeder mit seiner eigenen Wahrheit lügt. Und wenn Sie Gelegenheit haben, da hätten wir mir mit einem Vertreter Russlands genauso offen reden zu können wie mit einem der Ukraine, dann haben Sie nicht das Gefühl, dass der Betreffende Ihnen sich jetzt täuschen will, sondern aus diesen beiden vermeintlich nicht überbrückbaren Meinungen spricht tiefe Verletztheit und Empörung. Und ich glaube auch, dass für solche Situationen die EU, wenn sie es nicht gäbe, gegründet werden müsste. Aber umso weniger habe ich verstanden, dass Lady Ashton im letzten Jahr ihr EU-Assoziierungsabkommen, auch in der Art, wie es verhandelt wurde, jedenfalls so eingestrickt hatte, dass trotz der Sensibilität, die das Thema nun mal hat, Russland das Gefühl hatte und haben konnte, wir sind am europäischen Tisch, wenn überhaupt nur an der Katzenseite erwünscht. Das war nicht klug, da hätte eine Henry Kissinger-artige europäische Erscheinung da sein müssen, die mit einer Katzenseite